Hallo, meine Besten. Wie geht's euch? Mir geht's nach wie vor so einigermaßen. Ich warte natürlich auch darauf, dass Budokan so langsam allmählich wieder die Pforten öffnen darf. Ich gehe davon aus, dass es sicherlich Ende Mai, Anfang Juni sein wird. In MeckPomm, in einigen Bundesländern geht es ja schon langsam los mit vielen Vorgaben, die uns dann die Regierung auferlegt. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Mit eurer Hilfe. Ich wünsche euch alles Gute, ne? Und schreibe euch noch eine E-Mail mit den neuen Konzepten vom Karateverband, vom Deutschen Fitnessverband und so weiter. Also da ist alles sehr, sehr rege. Und wie gesagt, ich hoffe, es geht bald los. Besorgt euch schon mal ein paar Sprühflaschen für die Desinfektionsmittel und so weiter, ne? Mundschutz eventuell. Wir werden sehen. Das Konzept, was entsteht, da mache ich mir jetzt natürlich langsam Gedanken, wie das da weitergehen kann. Das werde ich euch auf jeden Fall rechtzeitig mitteilen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffe, dass ich zumindest die Karate-Leute am Mittwoch über Zoom sehe. Das hat mir Spaß gebracht, das Training. Also macht's gut, Leute. Bis Mittwoch. Die Karate-Leute und die anderen hoffentlich bald im Budokan. Tschüss!